Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück bei Titan Quest. Wir spielen immer noch die Ragnarök DLC und befinden uns hier in Glauberg. Und jetzt ist es so ein bisschen wie bei Atlantis. Unsere Aufgabe ist nämlich jetzt, wir sollen diese Ältesten der Elemente ausschalten. Eine Hoffnung, dass wir so den Zauber auflösen können, der hier liegt. Und wir hatten ja noch, stimmt, wir hatten noch Nebenaufgaben gekriegt, ne? Keltischer Stoff. Also stimmt ja, dafür muss ich mal so ein bisschen in die anderen Länder zurückreisen. Wollen wir das auch nochmal schnell zusammen machen? Und ich müsste die Farben kaufen. Also wir bräuchten was aus Griechenland, aus Ägypten und aus dem Orient. Wollen wir das mal schnell machen? Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Griechenland. Gehen wir mal nach Delphi. So, was wollte sie da haben? Griechisches Violett. Brauche ich natürlich erstmal einen Händler. Na jo. Klingen, Schilde, Tränke, Beinschienen, Bögen, Helme aller Sorten. Oh, kann ich dir helfen? Viel Glück! Wieso gibt's hier kein Violett? Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Burgund, hellbraun. Endlich. Ach, sei doch ruhig. Gibt's nur bestimmte Städte, wo es das gibt? Bin ich ja jetzt irgendwie doof. Mal nach Athen. Ich höre hier schon Schwerter. Sei gegrüßt, Krieger. Ah, das sieht doch gut aus. Violett. Athen. Du wirst, möge Athene dich beschützen. Okay, dann Ägypten. Gehen wir mal nach Memphis. Was wollte sie aus Ägypten haben? Gold. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ist das schon? Ja. Komm ruhig wieder. Jetzt noch in den Orient. Ja, schön. Ich bräuchte halt wirklich eine Stadt. Ja, hier hin. Und hier Königsblau oder so. Ja, Königsblau. Nein. Geh aus dem Portal raus. Hast du vielleicht schon was? Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Nein. Und hast du schon die Hand gesehen? Edle Waffen, starke Rüstungen. Soll, die haben gar keine Farben. Die Wache des Kaisers, schau, was dir gefällt. Weite Reisen. Waren das alle Händler hier? Offenbar schon. Gehen wir nochmal hier hin. Ah, oh, verdammt, nee, hier gibt's nur Monster. Geh nochmal zurück. Geh mal zur großen Mauer. Hier gab's doch auch Händler, ja. Du
kommst an einem vielversprechenden Tag zu uns. Schau dir an, was wir zu bieten haben. Hellblau, aber kein Königsblau. Wir verkaufen hier Dinge für die Anwender der Magie. Schieferfarben. Danke. Für nichts. Irgendwo da oben war ja auch noch. Ja, hier ist auch so ein kleines Dörfchen. Ich weiß nicht, ob es hier Händler gab. Doch. Ich sehe die Leute nach Osten reisen. Ich sehe Hellblau. Sie nach Westen gehen. Oliv, Burgund, so Jäger, Gold, Rosa, Purpur. Was kann ich für dich tun? Ja, vielen Dank, Dank auch. Da ist auch noch ein Händler. Der Himmel lacht den Reisenden. Der hat nicht mal Farben. Möge der Friede dich finden. Ach, jetzt wollt ihr mich doch verarschen. Ein weiser Mann sollte sich auf den vor ihm liegenden Weg vorbereiten. Du hast Glück. Würde ich ja gerne. Ich krieg nur nicht das, was ich brauche. Purpur, Jäger, Violett, Gold, Hellbraun. Nun dann. Königsblau. Warum denn Königsblau, nicht Hellblau oder so? Oh, da ist auch noch ein Händler. Mal gucken, wie viel Glück wir hier haben. Geh weg. Bitte Tiger. Oh, sehr gut. Komm, Fremder. Wir haben heute ein paar gute Sachen für dich. Hä? Nehmen wir mal das Hellblau mit und das Schieferfarben, ne? Aber wo soll ich denn sonst noch suchen? Mögest du Reichtum erlangen. Ich weiß ja nicht, ändert sich das vielleicht immer? Bitte. Nein. Ach, bist du schon fertig? Schaut nicht so aus, als ob sich hier was ändert. Hm? Langes Leben. Ich gehe mal kurz zu der zurück. Norden, Blauberg. Ob das schon reicht, also ob Königsblau, Hellblau oder so ist. Glaube ich zwar irgendwie nicht. Nee. Sei gegrüßt, Reisender. Bist du an echt? Aber da gab's doch auch keinen Laden bei den hängenden Gärten. Ja, toll, er hat wieder alles aufgestockt, aber es bringt mir halt nichts. Mögest du Reichtum erlangen?
gehe hier nochmal hin. Nee, hier ist fürs Erste auch nichts. Und durch die Höhlen wollte ich jetzt eigentlich auch nicht durch. Ach, hier ist auch ein Laden. Ein Händler. Was gibt es? Schiefer, rosa, hellblau, Jäger, Burgunder, grau, Schiefer. Ja, schön. Wiedersehen. Was will denn der jetzt von mir? Der Telkiner hat sie zur Seite geschlagen und sich dann die Sichel genommen. Wenn Feyan verletzt wurde, musst du dem Telkiner folgen. Ja, ach. Was mache ich hier wohl die ganze Zeit? Ich gehe nochmal nach Babylon. Tatsächlich. Purpur, nee. Gute Reise. Schau dich um. Nee, hier gibt's nicht. Bringt's vielleicht was, wenn ich was kaufe? Resettet sich das dann irgendwie? Willkommen. Lebe wohl. Gott, wie mich das ankotzt. Ja? Okay, der hat nicht mal Farben. Möge der Friede dich finden. Willkommen. Violett, hellblau, Schiefer, rosa. Mögest du Reichtum erlangen? Ja. Vielen Dank. Ah, Königsblau. Oh, Gott sei Dank. Das behalte ich mal noch. Das brauche ich ja auch noch. Gute Reise. Falls wir mal andere Outfits haben wollen. Und wieder zurück nach Blauberg. Sternorden. Ganz kurz dachte ich, mein... Moment mal. Doch, Aufnahme läuft. Meinst du das ernst? Ist das für mich? Oh, Reise. Nee, ich wollte es dir nur zeigen. Hast du das nur alles? Es ist unmöglich. Ja, ja, natürlich gefallen sie mir. Ich werde dich dennoch bezahlen. Mit dem bisschen, was ich habe. Und hier, nimm das. Dankeschön. So, dann ist die Nebenquest auch erledigt. Ach, hier ist noch... Haha.
Ja, ich bin Böttcher. Tonnen, Eimer, Butterfässer. Ich kann alles herstellen. Es ist nicht einfach, gewiss. Aber ein solch gutes Bier wie das unsere verdient ein ordentliches Fass. Ach, ich wünschte nur, mein Sohn würde das auch so sehen. Er hat keinerlei Respekt vor dem Handwerk. Der Narr will stattdessen die Magie lernen. Lass ihn doch. Alle unsere Druiden haben bereits einen Adepten. Und nachdem meine Frau uns genommen wurde, wer soll da das Familiengeschäft fortführen? Hast du ihn vielleicht gesehen? Er heißt Judok. Ein kräftiger junger Bursche, aber er macht nichts als Ärger. Er ist schon seit 2 Tagen nicht zu Hause gewesen. Und nachdem dieser Kult immer wieder Leute entführt, mache ich mir Sorgen. Verstehe ich. Okay, also wahrscheinlich einfach nur den Hauptpfad lang. Dann finden wir ihn schon. Randgebiet von Glauberg. Na, Adler. Schamanen. Hier ist doch gar nichts. Was greift ihr an? Ach, da war wieder so ein... Keine Ahnung was. So ein Insektenschwarm oder so, die ich immer nicht sehe. So, was willst du noch? Hallo? Hallo. Wohin willst du denn so eilig? Kultanhänger? Ja, ich glaube, ich habe sie gesehen, aber sie stören mich eigentlich nicht. Halbtroll-Imker. Die sind meine Freunde. Manchmal gibt es hier auch Bären. Die sind nicht meine Freunde. Aber sie sind freundlich, wenn ich Honig habe. Nur wäre es schön, wenn sie nicht unseren Honig essen würden. Nachdem du ohnehin umherwanderst, könntest du nach unserem Honig sehen? 2 Portionen müssten schon fertig sein. Oder vielleicht auch nicht. Aber du wärst mein Freund, wenn du nachsehen gehst. Vor allem, wenn die Bären herumtapsen. Okay. Der ist so eine Schlafmütze. Ach, das sind dann Bienenschwärme, oder was? Denke ich jetzt mal, oder? Ja. Ich habe Hunger. Reiß dich zusammen. Ist schon irgendwie lustig, wenn man dann plötzlich Menschen als Gegner hat, dass sie da die ganze Zeit quatschen. Druide. Boah, wie viele Leute sind denn hier? Ein Adler! Der Adler macht euch Probleme. Truhe auf. Zornige Bienen sind das, alles klar. Ja.
Bienenstock. Und her mit der Honigwabe. Gehen wir mal direkt zurück. Oh, du hast uns unseren Honig gebracht. Du bist ein echter Freund. Nicht wie die Menschen aus Glauberg. Die waren nie sehr nett. Nicht einmal, als ich noch klein war. Naja, weiter geht's.